Wer, wie, was? Was? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Gut, hallo und herzlich willkommen. Martin, bitte aufgepasst. Bei Was macht eigentlich? Hier geht es um Promis, die irgendwo hier hinten im Hinterstübchen noch vorhanden sind. Die wollen wir mal wieder nach vorne holen und gucken, was haben die eigentlich in der Zeit jetzt gemacht, wo die verschwunden sind auf einmal. Martin, wir machen hier Schnick, Schnack, Schnuck. Du weißt, wie es ist, ohne Brunnen. Bist du bereit? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, falls du es nicht gesehen hast. Ich habe nur so gesehen, dachte, was ist das Pistole? Ach, der Verlierer fängt an. Der Verlierer fängt an. Du hast noch eine kleine Aufgabe, nämlich ich bin ja ganz schlecht im Entscheidungen treffen und deswegen musst du mal bitte einen Briefumschlag ziehen. 4. Die 4? Oh Gott, jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, wer es ist. Ich hoffe, ich habe niemanden, der scheiße ist. Nee, also, gleich die Opfer, habe ich ja gar keine Lust, aber ist egal. Man kann ja auch Leute mal nicht mögen, ne? Ja. Also, ich würde am liebsten nur den Vornamen nennen, kann ich dir sagen, weil der Nachname, der bringt mich um, wenn ich ihn aussprechen muss. Sagt dir Eni was? Eni van der Maiglöckchen. Ja, richtig, dann brauche ich ihn ja nicht mal erwähnen, danke. Maiglöckjes. Okay, also wir würden an dieser Stelle jetzt nur noch Eni sagen. Für alle, die nicht wissen, wer sie ist. Sie hat ab 1996 bei Viva moderiert. Danach kamen dann noch so eine Geschichten wie Bravo TV, Einrichtungssendungen. Daher kenne ich sie. Also da kann ich mich richtig gut dran erinnern. Dann hat sie 2013, 2014 in der Jury von Grill den Hänsler gesessen, solche Sachen. Und das große Backen moderiert. Ja. Ja. Ich habe über sie noch rausgefunden als kleine Grundlage, dass der Name nicht ihr eigener ist. Den hat sie sich ausgesucht, weil sie Maiglöckchen so liebt. Also sie heißt, hatte irgendwie was mit Ski hinten. Doch, doch. Das hat sie sich mal selber ausgesucht. Und ich frage mich an dieser Stelle, warum sucht man sich so einen Namen aus? Ich möchte den mal ausgesprochen hören von ihr. Man kann sich ja nur überschlagen dabei. Ja, nee, oh Gott. Aber ich glaube, Eni heißt sie wirklich. Hier kam gerade eine kleine Eilmeldung. Sie heißt doch nicht Eni. Sie heißt Doreen Groschowski. Naja, vor ihrer Doreen, Hochzeit. Eni. Ja, bei ihren Frisuren und Klamottenstil. Dadurch wurde Viva auch auf sie aufmerksam. Das habe ich rausgefunden. Ist verständlich, aber da hätte man auch zwischendurch mal Stopp sagen können, finde ich, an dieser Stelle. Ja. Weil es wurde ja wirklich alles, was bunt und schrill war, hat sie sich ja umgehangen oder angezogen oder sich damit die Haare gefärbt, so ungefähr. So, ist so ungefähr meine Erinnerung. Sie ist die Color-Blocking-Queen. Sie hat es erfunden eigentlich, aber ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich schon. Es ist ja dann langsam in so einen 50-Style gerutscht, was ich okay finde. Das hat sich ein bisschen gefangen, würde ich mal sagen. Finde ich auch. Jetzt ist so die Frage, was macht sie jetzt? 2018 wurde das große Backen wieder aufgenommen. Das hatte nämlich seit 2016 eine kleine Pause. Da ist sie noch aktiv. Oh. Ich kann mich erinnern, dass ich da auch letztes Mal reingeschalten habe. Also sie findet wirklich noch statt im Fernsehen. Im Juni 2017 hat sie Zwillinge bekommen mit einem 12 Jahre jüngeren Mann. Der ist Musiker aus Dänemark, Thomas, jetzt schon wieder holpriger Name, Sterbo oder so. Also mit so einem A und so einem E, was so ein Buchstabe ist. Weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Mit dem ist sie auch verheiratet und hat mittlerweile 6 Bücher veröffentlicht. So finde ich nicht schlecht. Ja, und auch ein paar Ratgeber und solche. Ja, Kochen, Backen, so in die Richtung war das auf alle Fälle. Ich glaube, ein Ratgeber ist auch noch dabei. Zusätzlich unterstützt sie das Deutsche Kinderhilfswerk, ist da Botschafterin. Außerdem setzt sie sich für Kinder- und Jugendrechte ein. Außerdem moderiert sie seit 2017 bei Six das Food-Magazin Sweet und Easy. Mensch, kreativer Titel, habe ich mir gedacht. Ja, ansonsten finde ich, gibt es nichts Spannendes zu ihr zu sagen, weil eigentlich findet noch alles so statt. Es war mir bloß einfach nicht bewusst. Ja, ich finde das eigentlich auch ganz cool, dass sie da jetzt so scheinbar ihre Richtung gefunden hat und bei diesem ganzen Kochen-Backen-Zeug bleibt, wenn ihr das gut liegt. Gerne, why not? Und ich bin auch ein Fan davon, dass ihr Stil auch in eine Richtung geht. Also Eni ist anstatt vorher überall ihre Fühler ausgestreckt, straight jetzt. Ja, finde ich auch gut, dass da irgendwie ein roter Faden gefunden wurde, der jetzt beibehalten wird. Und dabei soll sie bitte auch bleiben. Ja, das wünsche ich mir auch. Sie ist jetzt mittlerweile 46 Jahre alt. Ich finde leider, man sieht sie auch ein bisschen an. Na gut, sie hat ja 2017 2 Kinder bekommen.
Aber sie ist ein bisschen gealtert. Ist ja nicht schlimm. Es ist menschlich. Finde ich nicht schlimm, ja. Kann nicht jeder so aussehen wie du. Und danke, danke. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin kein Fan von ihr. Und ich wusste immer nicht, warum. Weil, also so schlimm finde ich die Klamotten jetzt auch nicht, dass ich sage, sie strengt mich als Person an, aber ich habe es rausgefunden. Nämlich, Es liegt an ihrem Geburtsort. Sie ist in Potsdam geboren. Oh, und ich habe, es tut mir ganz doll leid, wer auch immer aus Potsdam kommt. Wenn ich eine Stadt nicht ab kann, dann ist es Potsdam. Warum? Möchte ich auch einfach, können wir auch einfach, glaube ich, so stehen lassen. Okay, ja, also ich finde Potsdam ganz okay. Ja, gut. Wenigstens dann kommen wir jetzt zu meiner Person. Und ich nehme jetzt auch eine Frau. Wir machen hier ein kleines Girls-Special. Ich habe nämlich Tine Wittler mir rausgesucht. Tine Wittler, 10 Jahre lang Einsatz in 4 Wänden. Und ich glaube, das ist jedem ein Begriff. 2013 war dann der Einsatz in 4 Wänden endlich abgeschlossen. Hat es endlich geschafft. Und sie hatte damals schon parallel ein Restaurant in Hamburg. Ui. Jetzt habe ich es parallel schon gesagt. Das heißt Parallelwelt. Geil. Finde ich ein bisschen unkreativ, aber ist okay. Es scheint ja gut zu laufen. Jetzt kommt's aber. Tine Wittler, was macht sie nicht? 2016 hat sie ein Album veröffentlicht namens Lokalrunde. Tresenlieder schlückchenweise. Es ist so ein Chanson. Chanson-Gesang. Mhm. Ich habe mir angehört, nicht ganz so mein Ding. Sie kann es natürlich gerne machen, das macht ihr Spaß. Und sie geht auf Theatertournee sogar damit. Also momentan natürlich nicht, aber ja, sie ist da voll am Start und spielt auch am Theater. Stelle ich mir das richtig vor, dass es so Kneipenmusik ist? Naja, das ist so Chanson ist so, wie soll ich dir das erklären? So Theatergesang, also aber nicht so Oper. Ja. Aber du hast auch, es ist auch nicht Pop oder so, also es ist nicht so mega krass rhythmisch. Es ist, glaube ich, so ein bisschen mit Klavier begleitet. Aber es ist jetzt nichts, was man am Tresen hört zum Trinken. So habe ich mir so Motivationssprüche fürs Saufen. Nein. Habe ich gedacht, komm da drin vor. Nein, okay. Um Gottes Willen. Alles klar. Ich muss wahrscheinlich einfach mal reinhören. Ja, hör mal rein. Und sie hat für dich auch eine Kneipe eröffnet. Da kann sie auch ihre Tresenlieder singen. Naja, weil du gerade so bist, in der Kneipe, nur weil es Tresenlieder heißt. Und die Kneipe heißt Wittlerins oder Wittlerins, keine Ahnung, Wohnzimmer. Und eigentlich würde sie auch aktuell mit diesen Chansons touren, aber kann sie natürlich nicht. Sie wäre auch in Cottbus gewesen, also um das mal in Relation zu sehen, wo sie denn überhaupt tourt, weil man denkt immer so, wow, krass, voll die ausverkaufte Arena, Tine. Nee, auf gar keinen Fall. Aber wegen Corona musste sie sich ja was anderes suchen, wenn sie nicht so Geld einnehmen kann. Und sie schreibt auch ganz, ganz viel. Sachbücher werden vertickt, Romane werden auf dem Flohmarkt verkauft. Quatsch. Und es gibt auch individuelle Coachings. Das wurde nicht näher beschrieben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Einrichtungszeug ist oder vielleicht hat sie auch so Kochsachen, keine Ahnung. Sie hat auch wieder überall ein bisschen ihre Griffel. Und ich finde, dabei sollte sie bleiben und sie brauchen sie eigentlich nicht mehr in einem TV-Format. Nee, finde ich auch nicht, weil sie muss ja auch mittlerweile relativ alt sein, oder? Ja, aber sie sieht immer noch so aus wie vor, wann habe ich gesagt, wann war das? 2003 hat sie ja angefangen. Eigentlich sieht sie immer noch genauso aus, finde ich. Ja, also kann man ich mir erkennt vorstellen. Sie auf jeden Fall noch. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen ihr Markenzeichen. Ne? Das steht ihr ja natürlich auch gut, so wie sie aussieht und so. Alles geil. Besser kann sie es eigentlich nicht machen. Finde ich gut für sie, freut mich. Und sie wohnt auf dem Land. Sie hat gesagt, Stadt, das ist nichts mehr für mich. Ich bin eine Landfrau. Na, wahrscheinlich hat die auch ausgedient. Wenn die da über 10 Jahre das Format gemacht hat, dann du. Weißt du, ausgedient? Dann scheitert es nicht mehr an der Kohle. Ausgesorgt, meine ich. Entschuldigung. Aber ausgedient hat sie auch im Fernsehen. Die hat ihr Leben einfach geschafft. Die hat es erreicht. Hat sie auch. Also Leute, wir können ja mal eine kleine Klassenfahrt, wenn Corona vorbei ist, in Wittlerins Wohnzimmer machen und uns ein bisschen Chanson von ihr anhören. Hätte ich eigentlich... Finde ich gar nicht doof, die Idee. Ja, finde ich auch gut. Wir schreiben uns das mal auf. Und ihr guckt jetzt noch die anderen Folgen von uns, denn wir haben noch einige andere Z-Promis und andere Prominente schon durchgenommen und es kommen natürlich auch noch ein paar. Also bitte dranbleiben und müssen wir auch wieder einschalten. Stimme ich komplett zu. Tschüss. Ciao.